Wir brauchen auf jeden Fall versenktes Glas, habe ich festgestellt. So, aber wie viel? Warte kurz. Zack. 1, 2, 3. Ja, nehmen wir mal 3. Wie gesagt, man kann sie dann noch immer austauschen. 1, 2, 3. Zack. Plupp. Genau. So, und dann brauche ich noch die hier. 7 Stück. Lol. So, und ihr seht es jetzt zum Beispiel, hier habe ich ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ne? Ah, das geht sich noch nicht aus. Scheiße. Warte, das geht sich noch nicht aus. 16 haben wir dabei. Gut. Ich muss mal kurz raufgehen. Glas kann ich da mal hier reingeben, genau. Die kann ich dabei hier reinstecken wieder. 1, 2, die mächtige Schmelzerei, Tinkers Waffen, Tagebuch eines Bastlers. Was ist das eigentlich? Aha, okay. Nichts Interessantes, aber wir haben es wenigstens. Gut. So, wir brauchen auf jeden Fall noch hier das hier und das hier. Dankeschön. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar. Also wie ihr sehen könnt, das wird teuer. Das wird sehr teuer. Aber es zahlt sich aus. So. Jetzt habe ich hier 16. Und jetzt müsste ich auf einmal das Doppelte haben. Yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 32. Und das Ganze machen wir jetzt noch ein paar Stufen rauf, würde ich sagen, ne? Ich meine, warum nicht, ne? ich sage mal so, ab hier machen wir den Raum höher. Machen wir den ab hier höher. Hier so kurz unten lassen und hier dann rauf gehen. Hier dann rauf. Wie viel haben wir dann? 1, 2, 3, 4. Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Und ich brauche auf jeden Fall Kohle, Eisen, Lava. Warte mal kurz, ich muss hier irgendwie rauf. Vor allem das Geile ist, die Steine, die hier reinfliegen, ne, wutz, zum Beispiel hier, gehen dann hier rein. Die finde ich dann alle da drinnen wieder. Ach so, kann ich hier noch eines? Entschuldigung, ich glaube, hier muss ich aufhören. So, dann. Ne, die finde ich dann quasi alle. Warte, ich zeig's euch gleich, wo ich die finde. Ah, ich muss doch hier fertig basteln. So. Zack. Und die Steine, die was hier in den Ofen gerade reingeflogen sind. Warte, das tue ich weg hier. Die sind dann hier drinnen. Zack, 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 zack. Werden natürlich noch nicht eingeschmolzen, weil ich ja noch hier keine Lava drinnen habe, ne, ist klar. Und ich muss die Mauer eigentlich eines weiter wegsetzen, weil ich ja hier die Schmiede hier dran habe und ich will die nicht so an der Mauer picken haben. Das will ich natürlich jetzt auch nicht. Das schaut nicht schön aus.
Und ich glaube, dass ich die sogar zwei weg von der Mauer gebe, so wie links und rechts eben. So, da. Oh ja, machen wir es noch einmal. Wir können es ja, ne? So. Perfekt. Ja, meine Freunde, dann haben wir eine Tinkersschmiede auch schon. Das ist gut, weil dann können wir endlich Waffen herstellen und schöne Sachen. Das freut mich. Das freut mich, Freunde. So, und dass wir es hier symmetrisch machen, mache ich wahrscheinlich hier auch noch so eine Schmelzereiausguss rein. Warte mal kurz, das könnte ich ja eigentlich jetzt das schon machen, oder? Warum nicht? Ach so, nochmal, das versenkten. Sch ja. Kann man die eigentlich wieder entnehmen? Gut, macht aber nichts, macht im Prinzip nichts, weil dann kann ich da wohl hier raufgehen und hier feucht fröhlich, wie ich bin. Oh. Lalala. Ja. Hier noch und hier und hier. Perfekt. So, dann machen wir das hier das Knochenmehl und das hier Knochenmehl. Gut, dann könnte ich jetzt sagen, ich gehe mal kurz hier wieder raus. So, das hier rein, den hier rein, das haben wir noch und das haben wir noch. Diorit ist hier drinnen und Dolomit ist hier drinnen, genau. Gut, schauen wir mal kurz in die Öfen. 18, 33, 33. Und wenn ich noch ein bisschen warte. Jawohl, Dankeschön und Dankeschön. So. Dann mache ich uns noch schnell. Dann mache ich uns noch schnell so. So was hier, ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dann brauche ich auch noch zwei Gusstische. 1, 2. Bist du deppert? Und schon habe ich fast wieder nichts. Das ist so schlimm, ey, wie schnell das weg ist. Nein, das ist das Falsche. Den wollte ich hier. Genau, dann haben wir es ein bisschen symmetrisch. Du böser, böser Sch. Ach, was mache ich denn? Ich doof, Mann. So. Das will ich hier. Zack, zack, zack. Genau. So. Will ich da wirklich noch das haben oder will ich das Glas? Dann machen wir da nochmal Glas, oder? Ich meine, warum nicht? Wir haben es ja, ne? So, viermal Glas brauche ich dann noch. Viermal Glas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 10-mal. Das heißt, wir nehmen hier 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, zack, 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 zack und zack, zack. Ja, und warum habe ich das Ganze nur zweimal genommen, wenn ich es viermal brauche? Mei, ich bin gescheit, wirklich. Ich bin manchmal wirklich so gut. Gott im Himmel, ey. Na, ich sag nichts mehr. Kann ich auch gar nichts dazu sagen. Rein theoretisch. So, zack, zack. So, und dann fehlen uns eigentlich noch zwei Stück. Die mache ich jetzt noch schnell so. So, und dann haben wir wieder. Na, seht ihr? Und ich habe schon
16, 16, 16. Das heißt, ich habe es schon wieder verdoppelt. Also immer, wenn ich eine Reihe hier rauf gebe, kriege ich plus 16 mehr dazu. Und das machen wir noch so zwei, drei Stufen, würde ich sagen, ne? Ja, auf jeden Fall machen wir das so zwei, drei Stufen noch. Ja, die Wand hier schiebe ich auf jeden Fall noch eines oder zwei auf die Seite, damit wir hier ordentlich arbeiten können. Und ja, und dann brauche ich eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, Schablonenstanzer. Das kriege ich so raus. Was ist das hier? Wutschies. Okay. Ein Schablonenstanzer kriege ich im Prinzip so. Schablonenstanzer, Werkzeugesse. Werkzeugstation. Okay, eine Werkzeugstation. Bräuchte eine Werkzeugstation auch. Ah ja, hier eine Werkzeugstation. Ein Basteltisch haben wir ja jetzt gemacht, oder? Oder was war das jetzt da? Ein Schablonenstanzer, scheiße. Okay. Ja, den stelle ich mal hier her. So, was brauche ich denn als allererstes? Eine Werkzeugstation. Okay, eine Werkzeugstation. Die kriegen wir so. Eine Werkzeugstation. Genau. Dann haben wir hier einen Schablonenstanzer. Hier kann ich die Schablonen stanzen quasi. Dann einen Basteltisch. Brauche ich eine leere Schablone und ein Holzstück. Eieieiei. Eine leere Schablone und ein Holzstück. Na gut. Gucken wir mal. Eine leere Schablone und ein Holzstück, haben wir einen Basteltisch. Zack. Werkzeug. Platziere eine Schablone und ein Material auf die linke Seite, um zu beginnen. Ah, okay. Das ist dann eigentlich die letzte Bastion eigentlich sozusagen. So, was haben wir sonst noch? Dann haben wir noch hier den Gusstisch. Das ist schon klar, den habe ich schon. Den Schablonenstanzer, die Werkzeugesse habe ich eigentlich noch nicht. Werkzeugstation und versenkter Ziegel. Gold. Was ist das hier alles? Aluminium, na klar. Kupfer, Kupfer, natürlich. Brauche ich das wirklich? Werkzeugstation noch einmal, okay. Ist aber sehr teuer irgendwie. Die Werkzeugesse, ist das, brauche ich das wirklich? 1, 2, 3, 4 Eisenblöcke. Alter Schwede. Und wie viele von denen? 3. Okay, das sollte ich hinkriegen. 3 Stück. Okay, aber 3 Eisenblöcke. Achso. Ja, brauche ich jetzt 9. Boah, da brauche ich aber ein bisschen viel Eisen. Naja, gut, okay. 4 Eisenblöcke. Das tut mir schon ein bisschen weh, muss ich sagen. 1, 2, 3, 4. Puh. Also ich hoffe, ich brauche die. Aber wahrscheinlich, weil warum? Ja. So. Was ist das hier jetzt? Ah, okay. Reparieren und modifizieren. Gut, das ist ein bisschen. So, das ist der Schablonenstanzer, das ist dann das Werkzeugbauteil, das ist dann die Werkzeuggasse und hier ist dann die die verbesserte Werkzeugdingsdibumsti, ne? Genau. So, das heißt, das hier
Schieben wir darüber. 1, 2, 3, 4. Na, warte, das schieben wir da alles einmal rüber. Und das hier darüber. So. Genau. Und was ich auch noch mache, ist dann eine Kiste. Kiste habe ich gesagt, keine Dingsbums, eine Doppelkiste vielleicht noch am besten. Badam, badam, badam. Warte mal kurz, hier die ganzen Schablonen. Platziere eine Schablone und ein Material auf die linke Seite, um zu beginnen. Und hier habe ich die Werkzeugstation dann quasi, wo ich mir die ganzen normalen Sachen herstellen kann. Und hier habe ich dann, wo ich die abnormalen Sachen quasi herstellen kann. Natürliche Fähigkeit Köpfen. Huhu, Schaden hoch, Haltbarkeit Durchschnitt. Geil. Feldbäume 3x3x3. Natürliche Fähigkeit, Wirkungsbereich, Feldbäume, Haltbarkeit durchschnittlich. Die Holzfällaxt ist ein Fellwerkzeug, es fällt Holz in einem großen Bereich. Der Hammer ist ein starkes Mining-Tool. Er baut Blöcke in einem weiten Bereich ab und ist wirksam gegen Untote. Natürliche Fähigkeit 3x3 Bann. Oh, geil. Wow. Wow, die drei brauche ich auf jeden Fall. Alter Schwede. Bah, ey. Ja. Die drei brauche ich auf jeden Fall. Dat, dat und dat. Gut. Dazu, meine Freunde, brauche ich aber kurz die Truhe. Wo brauche ich die Truhe hin? Hier, das endet hier schon schön eigentlich. Dann kann ich hier die Leiter raufgeben. Fertig aus. Oder hier. Na, warte mal. Scheiße. Aber wenn ich sage, ich will hier eh noch ein, zweimal reinbauen, dann kann ich das eigentlich hier auf die Seite stellen. Gut, ich stelle mal kurz die Truhe hierher. Ist ja egal. Ich muss das sowieso hier alles verstellen. Bleibt ja nicht so, wie es da ist. Gut, und dann würde ich sagen, meine Freunde, wir haben hier eine Tinkers-Schmiede. Ja, die funktioniert noch nicht so, wie sie soll. Aber bald. Bald, Freunde, bald. So, und ich vergrößere sie natürlich noch ein bisschen für euch. Ne? Hier kommt dann noch ein, zwei. Und dann haben wir ein bisschen viel hier, ne? Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, wir gehen noch einmal kurz rauf. Gut, ich meine, so viel haben wir jetzt auch nicht im Inventar, was wir einsortieren müssen. Ich finde, die Türen, die zwei hier, die schauen nicht einmal so schlecht aus. Kann man lassen. So, warte mal kurz. Ich gebe mal das kurz hier runter. Ja, und wie gesagt, in der nächsten Aufnahmesession, meine Freunde, da schaut dann die Tinkerschmiede schon ein bisschen anders aus. Fertiger vor allem. Und dann können wir vielleicht schon unsere ersten Werkzeuge herstellen. Wer weiß, wer weiß. Ich bin schon gespannt. So, dann bauen wir den Atlas vielleicht doch derweil noch nicht. Eventuell, ja, wie gesagt, auf Lehmtour und auf Sandtour, damit ich den Grout hier, beziehungsweise, gut, sagen wir mal so, ich werde die Ton-, Sand- und Kies-Tour jetzt einmal kurz ohne euch machen, ja, damit ich hier den hier noch fertig kriege, 2, 3 hoch, ja, den Raum hier noch verschönere und das war's, ja, also mehr als nötig, werde ich nicht. Und den Sand werde ich mir hinten von der Wüste holen. Den Kies von der Höhle, die was wir da irgendwo haben. Und den Ton auch dann hier bei den ganzen Seen und Flüssen, die was hier in der Gegend sind. Also wie gesagt, Freunde, ich werde nicht allzu weit weggehen. Keine Angst. Ich werde jetzt da nicht ohne euch die Welt erkunden. Auch keine Angst. Ja. Da werden wir schon alles hinkriegen. Irgendwie so. Toast-Sandwich. Njam, 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 njam. Gut, meine Freunde, dann will ich mal sagen, vielen, vielen Dank wieder, dass ihr dabei wart. Und ja, in der nächsten Aufnahmesession werden wir dann eine Tinkers-Schmiede, beziehungsweise die Tinkers-Schmiede haben wir ja jetzt schon, aber wir werden dann damit einmal anfangen, ja, ein bisschen uns damit zu beschäftigen. Denn ich glaube, hier zum Beispiel in den Schablonenstanzer, ich zeige es euch einmal kurz, hier machen wir mal kurz einmal
vier leere Schablonen, denn ich glaube, in den Schablonenstanzer hier können wir dann so, und hier haben wir dann zum Beispiel eine Werkzeuggriffsschablone oder hier den Creeper zum Beispiel oder hier das hier oder hier das hier, also das haben wir schon, robuste Werkzeuggriffsschablone, genau, so, dann haben wir hier die Schablonen, dann legen wir die wahrscheinlich hier rauf, Rohstoff, keine Ahnung, ja. So zum Beispiel, dann haben wir einen hölzernen Werkzeuggriff und einen Stock. Okay. Einen hölzernen Werkzeuggriff, ja, den wollen wir wahrscheinlich nicht. Eisen, Basishaltbarkeit 250. Platziere eine Schablone und ein Material auf die linke Seite, um zu beginnen. Ja, keine Ahnung. Robuster Hölzerngriff. Wenn ich das jetzt umtausche, habe ich so einen Hölzernwerkzeuggriff. Okay. Ah, hier. Große Hölzernplatte und so weiter und so fort. Okay. Gut, so geht das also. Okay. Ja, keine Ahnung. Gut, wir werden sehen, Freunde, die ganzen Sachen gebe ich hier dabei rein. Und ja, wie gesagt, spannend. Hust, hust. So, ich mache mal kurz, ja, hier 16 leere Schablonen, damit ich einmal alle Schablonen habe. Materialkosten 8, 0,5, 3, 0,5, okay. Ja, und ja, dann würde ich mal sagen, so funktioniert das irgendwie. Hier legen wir dann quasi, ja, hier die fertig gegossenen Sachen, weil die müssen wir dann hier quasi rausgießen. Schablonenstanzer, Bass, warte mal, Schablonenstanzer. Wenn ich jetzt das hier so habe, kann ich das dann hier reinlegen. Warte mal kurz. Das interessiert mich jetzt einmal, wenn ich das jetzt hier reinlege und sage mal, Scheiße, wir haben noch kein Eisen. Ah, wir haben noch keine Lava. Scheiße. Aber das würde mich in der nächsten Aufnahme, das würde mich sehr interessieren, ob das funktioniert. Okay, warte mal kurz. Zuerst haben wir den kleinen hier, dann haben wir. Zuerst haben wir den Werkzeuggriff, dann haben wir die robuste und dann haben wir das X und irgendwann einmal haben wir den Creeper-Kopf. Genau. Ist gar nicht so leicht zu merken. Und hier sind die ganzen Schablonen eben. Na gut, okay. Schablonenstanzer. Oh, warte mal kurz, was ist das hier? Hier haben wir ja noch mehr Schablonen, Alter. Oh, Scheißendreck, okay. Tinkers, aber ist das eigentlich jetzt richtig? Also, haben wir jetzt eigentlich alles? Schablonenkiste. Ah, Schablonenkiste kann ich machen. Warte, die mache ich noch kurz mit euch. Eine Schablonenkiste. Da brauchen wir nur eine Truhe und das hier. Dann haben wir die Schablonenkiste. Und da können wir dann die ganzen Schablonen reinlegen. Alles klar. Ah, die nicht natürlich. Okay. Ja, dann lege ich die noch separat so her. Zack und fertig. Gut. Okay, haben wir jetzt wirklich alles. Schablonenstanzer, Hammer. Die Werkzeugstation, Hammer. Ein Basteltisch, Hammer. Die Werkzeugesse haben wir auch. Schablonenstanzer, Hammer. Was ist ein Stufenofen? Lol. Okay, und das andere ist dann eigentlich nur noch die Tinkers-Schmiede. Hier den Gusskanal, bla bla bla.
Genau, hier haben wir dann die ganzen Schablonen. Genau, und aus den Schablonen machen wir dann hier quasi die ganzen Sachen. Ja, genau. Okay, ja. Ja, genau. Die ganzen Sachen hier. Gut, man kann jetzt da aus verschiedenen Schleimplatten das natürlich jetzt auch drucken. Ne, okay. Aber am gängigsten ist wahrscheinlich Holz. Nehme ich jetzt mal an. Und wenn du dann hier zum Beispiel die hast. Eine Gussform. Geschmolzenes Duralium, okay. Ja, muss ich mich wieder einfinden damit. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall einmal warte mal kurz, wenn ich das jetzt hier habe. Ah, ich weiß schon, mit dem hier, dann habe ich hier das quasi. Und hier habe ich dann quasi die hölzerne Werkzeugbindung. Und ich glaube, mit der hier kann ich dann wiederum aus Gold eine Platte machen. Und ja, ich weiß schon, wie das funktioniert wieder. Ich glaube, ich weiß schon. Also im Endeffekt brauchen wir das Holz eigentlich gar nicht so richtig, sage ich jetzt einmal. Aber ja, dass man einmal zumindestens. Habe ich jetzt das kleine X hier oder das große? Werkzeugbindungsschablone. Ist das das hier oder das hier? Ah, okay, das ist nicht das hier gewesen. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. So, dann haben wir die hier. Dann haben wir die hier. Die Schablonen mache ich noch kurz mal mit euch. Dann haben wir die hier. Dann haben wir die hier. So, warte mal, der Creeper kommt irgendwann einmal. Warte mal kurz, wie geht denn das hier? So. So, dann haben wir das hier, dann haben wir das hier, dann haben wir die hier, dann haben wir die hier, dann haben wir das hier. Dann haben wir das hier, dann haben wir das hier, dann haben wir das hier, dann haben wir den Creeper. Also so, dann haben wir den Creeper. Dann einmal die, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das und einmal das. So, okay, warte kurz, ich brauche mal kurz Holz, dann mache ich das mit euch nochmal schnell da fertig, dass wir alle Holzschablonen haben. So, zack. Dann brauchen wir ein paar Stickies. Warte, ich nehme mal ein paar Eichenholz mehr mit. Zack. So, da, dann haben wir da so und so und so und so. Und dann nehmen wir noch ein paar Schablonen mit. Schaden kann es ja nicht. 16 Stück nochmal. So, dann gehen wir schnell rauf damit. Die legen wir noch mal kurz hier rein. So. Das große Ding habe ich ja schon gemacht. Genau. Das große. Dann kommt das hier. Das hier. Das hier. Dann kommt das hier. Der Bogen. Das Befiederungsschablone. Okay. Dann kommt der Bogens, die Bogensehnenschablone. Die Bogensehnenschablone. Das hier. Das hier. Und Wurfstern. Okay. Also das, 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 das. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Schauen wir mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 27, 28 habe ich.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 28. Nein, ich habe alle. Gut, gut, meine Freunde. Gut, gut, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es heißt Let's Play in der Tinkerschmiede. Und ja, da basteln wir dann ein bisschen um und um, ne? Warte mal kurz, die leeren Schablonen habe ich ja schon probiert, die gehen hier nicht rein. Nein, gut, dann lassen wir sie in der Kiste. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Die Schmiede haben wir ja schon so weit, so gut. Hier nochmal das Ergebnis, hier können wir überall was reinlegen und verbrennen, dann geht's, dann steigt es hier rauf quasi. Hier sehen wir dann den Lavafüllstand, momentan ist er auf 0, weil wir hier leider keine Lava drinnen haben. Und ja, hier können wir dann gießen, so fröhlich wie wir sind. Ja, ne? Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn dieser Raum hier ein bisschen anders ausschaut. Ich stelle mich kurz hier auf die Stufen und schaue die Schmiede hier so an und ja, prägt euch das Bild ein, denn das wird das letzte sein, was ihr hier so sehen werdet. Bis dahin, meine Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.